Hey, ihr Nikoläuse, ich bin's wieder, euer Mark Cavendish der deutschen Radsportunterhaltung. Es ist über eine Woche vergangen, heute ist der 6.12., es ist Nikolaus, ich hoffe, man kann ihn hier erkennen. Und ich dachte mir, ich schiebe das Video erst am Sonntag raus, da ist der zweite Advent, da kann ich euch wenigstens gleich noch einen geruhsamen Sonntag wünschen. Wie ihr sehen könnt, ich bin hier in der Jogginghose auf meiner Couch obendrauf und weil das Ganze nicht so richtig bequem ist, rutsche ich jetzt einfach mal eine Etage tiefer. So richtig viel los ist ja mit dem Radsport zurzeit tatsächlich nicht, aber ein bisschen was zu erzählen gibt es trotzdem. Wer meine letzte Folge gesehen hat, der hat mir vielleicht auch die Frage gestellt, warum ich denn dann eigentlich am Ende mit dem Radsport aufgehört habe. Muss ich ganz kurz dazu sagen, habe ich tatsächlich völlig verpeilt, euch das zu erzählen, aber umso interessanter ist es ja, das jetzt gleich nochmal aufzulösen. Also dranbleiben, dann werdet ihr auch erfahren, warum ich dann irgendwann mein Rad in dem Sinne an den Nagel gehängt habe. Ansonsten habe ich es gerade schon gesagt. Mark Cavendish, der Bengel fährt tatsächlich 2021 nochmal bei der Koenig Quickstep, kommt quasi irgendwie wieder nach Hause. Ich persönlich hätte damit nicht gerechnet. Wagi hat mir am Telefon erzählt, für ihn ist das gar nicht so eine große Überraschung, denn das Team und er sind ja quasi irgendwie schon verheiratet. Und ich bin mal gespannt, wie der da im nächsten Jahr nochmal performen wird. Vielleicht habt ihr dazu eine Meinung, könnt ihr ja gerne mal irgendwie unten in die Kommentare wimsen. Ich bin echt mal gespannt, ob der nochmal ein paar große Erfolge einfahren kann oder ob er vielleicht mit seinem taktischen Verständnis und mit seiner ganzen Erfahrung dazu beiträgt, dass die Jungs in Blau und Weiß nächstes Jahr wieder eine der erfolgreichsten oder die erfolgreichste Mannschaft in der World Tour werden können. Ansonsten ist natürlich heute der 6.12., das heißt Nikolaus. Ja, ich würde mir natürlich wünschen für euch, dass ihr alle irgendwie wenigstens ein paar kleine Geschenke bekommen habt. Und da würde mich auch interessieren, putzt eigentlich irgendjemand freiwillig seine Fahrradschuhe? Ich habe mal so ein bisschen überlegt und mir ist aufgefallen, ich habe das bislang sehr, sehr selten gemacht. Und das einzige Mal, dass ich die wirklich regelmäßig gereinigt habe, war früher, also als ich noch gefahren bin. Da hatte ich mal so ein paar richtig coole weiße Sidi-Schuhe mit so Weltmeisterstreifen irgendwie mit drauf. Und die waren schon ziemlich pornös und ich weiß, ich habe die erst eine Woche gehabt und dann waren wir irgendwo in Spanien bei einer Rundfahrt. Dann ging es ewig berghoch und hat ganz doll angefangen zu regnen und da kam wie so eine Art Schlamm da in den Berg runter und die Schuhe sahen wirklich aus wie Sau, weil die Etappe gerade erst begonnen hatte, hatte ich noch zwei Trinkflaschen. Es war auch sehr, sehr heiß, hat dann auch später aufgehört zu regnen und ich weiß noch, ich habe irgendwie anderthalb Trinkflaschen dafür verbraucht, meine weißen Schuhe wieder sauber zu machen. Da war nämlich nur Wasser in den Flaschen drin. Das war, glaube ich, ziemlich dämlich, denn später haben sie mich abgehangen, weil ich nicht mehr genug zu trinken hatte, aber auch das ist eine andere Geschichte. Tja, heute ist wie gesagt Nikolaus, das heißt bald ist Weihnachten und ich habe zufällig vor ein paar Wochen, vielleicht habt ihr es auch gesehen, eine schöne Sache im Internet entdeckt und zwar gibt es jetzt das hier, ein Monopoly für Radsportler, beziehungsweise die ja, Fahrrad, die Radsport Edition, Monopoly Kurs heißt das Ganze, ist quasi aus Belgien und das Ganze gibt es in drei Varianten, entweder auf Französisch, auf Holländisch oder eben auf Englisch. Man kann das Ganze vorbestellen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr der Typ dafür seid, irgendwelche Brettspiele zu spielen oder so. Vielleicht fahrt ihr lieber irgendwie auf der Rolle rum oder seid draußen unterwegs. Aber falls der nächste Lockdown kommt und ihr noch irgendwie eine schöne Beschäftigung braucht oder wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht zu Weihnachten eine tolle Überraschung braucht und nicht unbedingt etwas bekommen muss, was nur auf deutscher Sprache passiert, dann schaut doch mal rein. Ist irgendwie eine ganz witzige Geschichte. Ich werde unten mal einen Link dazu setzen, wo man das Ganze auch bestellen kann. Und es gibt sogar, auch das werde ich unten reinpacken, so ein paar ganz witzige Werbevideos. Unter anderem mit John Degenkolb, wie sie dann so ein bisschen das Spiel promoten. Ich finde es eine super witzige Geschichte. Ist quasi so Monopoly, wie wir das wahrscheinlich alle kennen, aber ein paar Straßen irgendwie ausgetauscht. Es gibt also jetzt das Velodrom von Roubaix und es gibt noch den einen oder anderen klassischen Anstieg. Also irgendwie eine coole Geschichte. Schade mal wieder, dass es das nicht auf Deutsch gibt. Eine andere interessante Geschichte, und auch die konnte man natürlich wieder mal in diesem Internet finden, ist folgende. Nächsten Mittwoch, also quasi jetzt schon in 3 Tagen, am 9. Dezember, da gibt es tatsächlich die erste offizielle von der UCI ausgetragene Swift-Weltmeisterschaft. Oder ich muss kurz auf den Zettel gucken, wie es eigentlich in Wirklichkeit heißt. Achtung, jetzt kommt's. Die 2020 Swift UCI Cycling Esports World Championships. Also, es ist tatsächlich so, es gibt jetzt eine Weltmeisterschaft für Swift-Fahrer. Die Kollegen vom Besenwagen haben es vor einer Weile mal ganz lustig formuliert. Die haben gesagt, da gibt es dann den Weltmeistertitel auf dem USB-Stick. Das Ganze wird jetzt am Mittwoch stattfinden für die Frauen und für die Männer. Das Ganze wird in Watopia ausgefahren, sind ungefähr 50 Kilometer. Und der Witz ist, es wird tatsächlich live bei Eurosport 2 übertragen. Also wenn ihr am Mittwoch zwischen 15 und 17 Uhr, so steht es zumindest im
Fernsehprogramm nichts vorhabt und ihr habt einen Zugang, weil ihr vielleicht irgendwie einen Eurosport-Player habt oder so, zu diesem Kanal, könnt ihr euch das Ganze reinziehen. Ist auf jeden Fall international mega stark besetzt. Da sind ziemlich viele bekannte Namen mit dabei und es sind auch viele Fahrer mit dabei, die vielleicht gar nicht so aus dem Profizirkus bekannt sind, die aber beim E-Cycling irgendwie schon ihre Erfolge hatten. Und natürlich auch die deutsche Nationalmannschaft ist mit dabei. Die haben sogar ein eigenes Trikot dafür kreiert und das Ganze sieht so aus. Also da hat die deutsche E-Sport-Nationalmannschaft auf jeden Fall mal einen großen Auftritt. Und eine, die für die deutsche E-Sport-Nationalmannschaft vom Bund Deutscher Radfahrer mit dabei ist, das ist Lisa Brennauer. Den Namen habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das ist eine der erfolgreichsten Radsportlerinnen, ja, die es schon seit einigen Jahren gibt. War auch im letzten Jahr, also oder in dieser Saison vielmehr, super erfolgreich. Wer sie noch nie gehört hat oder gesehen hat, so sieht sie aus. Und das hat sie schon alles gewonnen. Lisa wird also für die deutsche Nationalmannschaft mit am Start sein und ich habe mit ihr kurz mal telefoniert und habe sie so ein bisschen gefragt, wie das Ganze eigentlich ablaufen wird und wie sie sich vorbereitet hat. Den kurzen Ausschnitt dazu gibt es gleich, aber vorher will ich euch natürlich noch erzählen, wie das nun bei mir war mit dem Radsport und warum ich dann irgendwann aufgehört habe, aktiv Rennen zu fahren. In der letzten Folge habe ich euch berichtet, was ich eigentlich mit dem Radsport zu tun habe. Wer das Ganze nicht gesehen hat, hier gibt es nochmal den Link dazu. Könnt ihr nochmal anklicken, könnt ihr nochmal reinschauen. Ich bin also seit meinem 10. Lebensjahr 12 Jahre lang aktiv Radrennen gefahren. Zunächst habe ich natürlich mehr trainiert, als Radrennen zu fahren. Dann wurde das immer ein bisschen mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. So richtig erfolglos war das Ganze eigentlich nicht. Ich war sogar mal bei den Juniorenweltmeisterschaften und bin mit vielen der heute noch aktiven, namhaften deutschen Profis zusammen unterwegs gewesen. Und dann kam die große Frage, warum hast du eigentlich aufgehört? Und das habe ich, wie gesagt, vergessen, das letzte Mal zu erzählen. Der Grund ist eigentlich ganz einfach, wenn wir es jetzt mal so simpel wie möglich ausdrücken wollen. Andere waren besser. Ich wollte natürlich Profi werden. Ich wollte nach den vielen Jahren und dem ganzen harten Training, ich bin zum Beispiel in meiner letzten Saison, das war 2006, allein 27.000 Kilometer Rad gefahren, also Wettkampf- und Trainingskilometer zusammen. Aber es hat einfach nicht gereicht. Andere waren besser und somit habe ich keinen guten oder vernünftigen Profivertrag bekommen, so wie ich mir das vorgestellt hatte und konnte den Sport dann einfach ja nicht mehr in dem Maße weiter fortführen, wie ich es gerne gemacht hätte. Ist eigentlich ganz einfach. Es gibt ja in Deutschland die sogenannte U23 Alterskategorie, die gibt es auch heute noch und damals und eigentlich auch so ist es heute noch, war der Stand der, dass man sagt, man nutzt die U23 dazu, einen Profivertrag zu kriegen, kann sich in den 4 Jahren nach den Junioren quasi in dieser Altersklasse weiterentwickeln. Und wenn man gut genug ist, dann gibt es am Ende irgendwo die Möglichkeit, einen Vertrag zu kriegen. Habe ich nicht hingekriegt. Warum das so war, könnte man jetzt in vielerlei Hinsicht versuchen zu analysieren. Sicherlich war auch ab und zu mal ein bisschen Pech mit dabei, aber wenn man ehrlich ist, andere Rennfahrer und Rennfahrerinnen hatten auch schon Pech auf ihrem Leben, also steht man damit nicht alleine da. Sollte man auch nicht als Ausrede gelten lassen. Ein bisschen negativ hat noch mit reingespielt, dass 2006, das Jahr, wo ich meine Karriere dann beendet habe, natürlich der mega dämliche Fuente-Skandal noch mit im Raum stand. Dadurch waren jetzt nicht unbedingt noch mehr Plätze für junge Rennfahrer auf dem Markt da. Aber auch das soll nicht die Ausrede sein. Es waren einfach andere besser. Ich hätte noch ein bisschen schneller fahren müssen, noch bessere Ergebnisse einfahren müssen und dann hätte das Ganze vielleicht geklappt. Ich habe auch immer gesagt, ich würde sehr, sehr ungern nur in einer kleineren GS3-Mannschaft fahren. Also das ist heute sowas wie ein KT-Team, sondern ich würde schon ganz gerne mindestens GS2, also PKT, wie man heute sagen würde, fahren, weil man einfach da schon wirklich so viel Geld mit verdient, dass man davon sein Leben unterhalten kann. Alles andere ist dann mehr oder weniger für mich rausgeschmissene Zeit gewesen, weil ich gesagt habe, okay, ich versuche das bis zum Ende der U23 durchzuziehen. Wenn es dann klappt, ist mega gut. Da steckt ja all meine Leidenschaft drin, das war mein Leben. Wenn es aber nicht klappt, dann soll es nicht sein, dann muss ich halt irgendwas anderes machen. Ich habe zum Glück vorher ein Abitur gemacht, hatte also ein paar Möglichkeiten und dann war das eben damals so. Aber ich kann euch auch eins sagen, der Tag, an dem ich dann aufgehört habe, also mein letztes Radrennen waren damals die deutschen Bergmeisterschaften irgendwo unten im tiefsten Bayern. Es war ein sehr, sehr trauriger Tag für mich. Ich war auch natürlich nicht mehr richtig fit und bin auch nicht so richtig weit vorne angekommen. Aber wenn man dann vom Rad absteigt nach 12 Jahren Radsport und realisiert, okay, das war jetzt erstmal in der Art das letzte Radrennen. Auch da sind ein paar dicke, fette Krokodilstränen geflossen. Aber dann war das Kapitel beendet und es standen natürlich neue Abschnitte, neue Etappen
in meinem Leben auf dem Plan. Danach bin ich dann ganz kurz mal für 3,5 Jahre, so kurz war das gar nicht, bei einer Kreuzfahrtgesellschaft angeheuert und habe mir die Welt angeguckt, habe Fahrradtouren gemacht mit Gästen an Land. Also in jedem Hafen, wo wir hingefahren sind, konnte man dann mit mir ein bisschen draußen rumfahren. Ich habe die Leute vollgequatscht, habe denen versucht, ein bisschen was zu zeigen. War auch eine super coole Zeit. Wie gesagt, 3,5 Jahre, habe dann 90 Häfen in 35 verschiedenen Ländern angesteuert. Habe ich auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt und habe mein Weltbild nochmal mehr erweitert. Danach habe ich dann ein Studium gemacht, das war dann 2010. Habe meinen Bachelor abgeschlossen in Sportmanagement und Eventmarketing. Und was hat's gebracht? Ich sitze heute hier zu Hause auf meiner Couch und erzähle euch einen vom Pferd. Ja, und eine Frage, die dann gekommen ist in den Kommentaren, war die: Woran merkt man denn, dass man aufhören sollte? Wann ist der Punkt gekommen oder woran sollte man das festmachen? Das Ganze ist natürlich mega individuell. Das kann man jetzt gerade von der Couch hier überhaupt nur ganz, ganz schwer beantworten. Man muss sich immer Ziele setzen und dann gucken, okay, habe ich die Ziele erreicht? Bin ich dran vorbeigeschrammt? Wenn ja, wie groß ist der Abstand zu dem Ziel? Kann ich es vielleicht irgendwie noch mit ein bisschen mehr Arbeit hinkriegen? Oder wo wollte ich überhaupt hinkommen? Wichtig ist eins, man muss irgendwie, glaube ich, realistisch bleiben. Man muss sich sagen, okay, ist das alles so, dass das, was ich hier reinstecke an Arbeit, körperlich und auch geistig und auch vielleicht mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde, weil die helfen ja auch meistens alle mit, dass das irgendwie klappen könnte, ist das alles noch in einem Rahmen, der das Ganze rechtfertigt oder läuft das Ganze hier unter Hobby, weil wir uns nicht weiterentwickeln, weil wir dem Ziel, was wir eigentlich erreichen wollen, nicht näher kommen. Also man muss schon irgendwie versuchen, auf dem Boden zu bleiben und wenn dann der Punkt da ist und man merkt, okay, das geht hier nicht weiter, dann sollte man zumindest mal überlegen, was kann man ändern, wie viel davon kann man ändern, muss man ändern und was sind die Alternativen? Man kann ja auch immer noch Radfahren und nebenbei eine vernünftige Ausbildung oder eine Lehre machen. Und das ist sowieso das, was ich allen vielleicht, die zuschauen und noch ein bisschen jünger sind, raten würde. Profi werden, egal in welcher Sportart. Wir reden hier natürlich von Radsport, ist immer cool. Aber ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr irgendwann mal nicht mehr Fahrrad fahrt, dann müsst ihr trotzdem noch Geld verdienen. Und dafür braucht man zumindest mal eine abgeschlossene Schulbildung. Das hat zumindest noch niemandem geschadet. Gut, das war die Vergangenheit, aber wir sind natürlich im Hier und Jetzt. Ich habe gesagt, wir haben mit Lisa Brennauer gequatscht. Was dabei rausgekommen ist, das schauen wir uns jetzt an. Sag ich mal wunderschönen guten Morgen, Lisa Brennauer. Hallo. Irgendwo am anderen Ende der Leitung. Wo erwischen wir dich denn jetzt hier gerade? Ja, im Allgäu, zu Hause in Durlach und vor dem Training. Geht heute noch auf die Rolle, weil hier ist es sehr kalt und ja, so ein bisschen Schnee liegt schon. Ich bin ein bisschen höher oben auf jeden Fall, fast 700 Meter. Da muss man schon um die Jahreszeit auch mal mit ein bisschen Schnee rechnen. Das ist ja schon fast kolumbianische Verhältnisse, ne? Auf jeden Fall. Höhentraining ist ein großes Thema hier. Die wichtigste Frage des Tages ist, hast du schon deinen Adventskalender-Türchen aufgemacht? Und wenn ja, was war drin? Nein, ich habe heute noch nicht aufgemacht. Muss ich sagen, aber auf jeden Fall wird da Schokolade drin sein, das weiß ich. Das ist cool. Die geht immer, oder? Kleine Schokoladenteilchen. Kann man sich schon mal gönnen. Vor dem Training oder dann danach? Nee, das hebe ich jetzt für hinterher auf. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du da jetzt dran teilnehmen darfst? Ja, ganz interessante Sache eigentlich, finde ich auch diese Swift-WM jetzt haben die mich eigentlich von Swift direkt gefragt, ob ich da Lust habe, mitzumachen und dann als Fahrerin der Nationalmannschaft natürlich und so bin ich da eigentlich dazu gekommen und habe mir gedacht, ja, okay, die letzten Male, es hat eigentlich immer Spaß gemacht und ist ja auch was durch die ganzen Übertragungen so Aufmerksamkeit erregt und weil es eben was Neues ist und spannend und jetzt mache ich mit. Genau. Gab es da jetzt vorher schon so ein Zoom-Meeting mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wo die Taktik besprochen wurde und so? Oder läuft das alles anonym? Also gibt es tatsächlich noch, wird noch stattfinden und es gibt einen Gruppenchat, wo man sich austauscht. Ja, es ist ja auch alles, hat ja auch alles einen technischen Hintergrund. Also nicht so einfach. Man muss ja schauen, dass die ganze Technik mit funktioniert, die Rolle, das ganze Internet und alles. Es ist nicht so, dass man in Anführungszeichen nur aufs Rad steigt und losfährt. Man muss da schon auch die ganzen technischen Voraussetzungen einhalten, bis hin dann ja auch zur Datenübertragung, was jetzt Gewicht und Größe angeht, weil es natürlich dann auch wichtig ist, dass das Ganze valide auch stattfindet und man da auch nicht beschummeln kann am Ende. Und damit da jeder auch die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt eingibt und hinterlegt, müssen wir da schon auch wirklich im Kontaktenaustausch stehen.
Ja, das heißt, ihr werdet euch dann morgens oder mittags, wann auch immer das stattfindet, bewegen und dann müsst ihr davon ein Foto machen oder wie läuft das? Ja, Ist das genau. schon? Ja, man muss da so ein richtiges Video machen, wie man auf die Waage steigt, dass man auch tatsächlich sieht, okay, ich als Person steige jetzt auf die Waage, man muss das validieren, mit einem Gewicht auch vorher noch, dass man auch zeigt, dass die Waage auch das Richtige anzeigt. Und die sind da ziemlich genau, aber ich finde es auch schon gut. Wir haben auch alle eine Rolle zugeschickt bekommen. Ach so. Ja, mit Software-Update, die auch am Renntag dann. Man kann da ja noch einstellen in Swift zum Beispiel, wie stark man den Widerstand spürt, wenn man das fährt. Und das wird auch alles aufs gleiche Level gesetzt werden, sodass dann auch tatsächlich am Wettkampftag alle mit den gleichen Bedingungen am Start stehen werden. Und das ist eigentlich schon eine coole Sache, dass es so genau genommen wird. Man muss auch Teil von einem Testpool sein, was Anti-Doping angeht. Also wir reden hier jetzt nicht nur von irgendeinem Wettkampf, sondern das ist schon eine Weltmeisterschaft, die auch ja, nicht umsonst die Regenbogenfarben trägt und von der UCI auch so international vertreten wird. Also da werden schon die guten Regeln eingehalten. Also auf jeden Fall ist es ganz offiziell. Ich glaube, das Einzige, was nicht passieren kann, ist, dass jemand nachher disqualifiziert wird, weil er die Fahrlinie nicht einhält. So weit sind die noch nicht, ne? Ja, genau. Also ich bin ja mal gespannt, wie das dann so abläuft. Man kann da schon mal so einen kleinen Ellenbogencheck oder so abbekommen. Und disqualifiziert wird dafür aber natürlich keiner. Gibt auch Ja. keine blauen Flecken, hoffentlich. Man kann ja auch von der Rolle stürzen, habe ich gehört, Das aber. würde ich dir nicht zutrauen. Also da ist schon alt genug. Ist Ja, alles schon das Setup aufgebaut. steht, alles schon aufgebaut und da hoffen wir mal, dass da nichts schief geht in der Richtung. Ja, wunderbar. Vielleicht können wir noch mal sagen, also es sind, glaube ich, knapp 50 Kilometer oder 50, ein bisschen, ne? Ja, genau. 50 Kilometer auf Reverse 8 heißt die Runde dort. Man wird aber nicht. Latopia. Watopia, genau, Reverse 8. Man wird dann aber, das Ziel wird nicht da sein, wo normal Start und Ziel ist, sondern an einem Anstieg, ziemlich steil auch mit 10% Stücken drin. Und da oben wird dann auch das Ziel sein. Und ich denke auch, dass da auch dann die wirkliche letzte Rennentscheidung stattfinden wird. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mit Ja. was für Ambitionen gehst du da jetzt rein? Oder vielleicht sollte man erstmal vorher fragen, die Saison, die eigentliche Saison war ja schon unglaublich lang. Also gerade wenn man daran denkt, dass du ja schon die Bahn-WM im Frühjahr gefahren bist und jetzt dann noch bis in November rein, am Ende in Madrid nochmal ganz kurz eingezeigt, dass du da bist. Das ist ja erst 3 Tage her gefühlt. Hast du Pause gemacht? Ja, ich habe Pause gemacht. Von dem her bin ich selber sehr gespannt, was man von mir erwarten kann. Ich habe es natürlich schon wieder trainiert und war wieder auf dem Rad, habe ein paar intensive Sachen auch gemacht schon, dass ich jetzt nicht am Mittwoch nächste Woche dann da zum ersten Mal richtig tief gehe. Aber klar, wird es eine kleine Überraschung geben, wie es letztendlich aussieht. Aber ich denke, das ist schon eine Aktion, die man auch unterstützen kann, wo man mitmachen kann, sich zeigen sollte. Und deswegen mache ich mit. Und ja, letztendlich, welche Rolle ich dann da auch im Team bekomme und wie man sich da überhaupt gegenseitig unterstützen kann, das werde ich erstmal noch erfahren, weil das finde ich auch eine spannende Sache. Ich weiß noch gar nicht so genau, wie man sich da als Mannschaft gegenseitig unterstützen kann. Genau, das wäre auch noch so eine Frage gewesen. Ja. Ich glaube, man kann schon viel mit dem Windschatten arbeiten Ja, und im auf Zweifel, jeden glaube Fall. ich, ein Ja. bisschen dann zusammenhalten. Aber wenn es berghoch geht, dann zählen ja tatsächlich nur die Watt pro Kilogramm. Ja, eben. Das Also wenn es kannst dann da wirklich ins Finale reingeht, dann wird da schon jeder auf sich selber gestellt sein. Ich denke, unterwegs kann man sich schon unterstützen. Und dann habe ich tatsächlich vor allem bei den Männern auch schon mal gesehen, dass die haben sich so gegenseitig so einen Sprint mal eingefahren. Das sah echt ja, ganz cool aus. Mal sehen. Ich werde es erfahren, wie die letzte Teamtaktik dann aussieht und welche Rolle ich dabei spielen werde. Hast du noch so ein paar Kniffe und Tipps für Swift? Also ich habe dieses Jahr schon gelernt, ab, ich glaube, 57 kann man rollen lassen bergab. Genau, wenn man bergab richtig doll beschleunigt und dann aufhört mit Treten, dann sieht man auch, dass die Figur, also dass man quasi selber so, wie wenn man draußen wirklich die Abfahrt fährt, so sich richtig klein macht und da die aerodynamischen Punkte ausnutzt, auf jeden Fall. Am Start sollte man gleich mal richtig in die Pedale treten.
damit man dabei ist im Feld, im Windschatten fahren kann. Das spielt dort in dem Spiel auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Und zum richtigen Zeitpunkt die Power-Ups einsetzen. Die sind also erlaubt. Die sind dort auch. Es wird nur zwei Power-Ups geben. Feder, also Leichtgewicht, ja, und Aero-Helm, also CDA runtersetzen. Und das ist natürlich auch nochmal ein heißes Ding, wenn einer da im Finale nochmal so eine Feder rauszaubern kann, ja, dann hat er natürlich den Joker im Sack. Also das könnt ihr euch einteilen, wann ihr welchen nehmt? Also kann man das vorher irgendwie festlegen oder gibt es... Ja, man kann sich selber entscheiden, wenn man den spielt natürlich. Du bekommst nicht nur einen im Spiel, sondern immer wieder zwischendurch. Ich weiß nicht genau, ob man zwei oder drei pro Runde bekommt. Wenn du denn aber nicht spielst, dann bekommst du auch keinen neuen. Also man kann jetzt, wenn man so eine Feder bekommt, die sich auch aufsparen. So war es jetzt zumindest bei den Wettkämpfen, die ich gemacht habe, wobei wir da mit allen Power-Ups gespielt haben und jetzt bei der WM nur mit den beiden. Finde ich eigentlich ganz spannend, finde ich auch cool, dass sie es auf die beiden reduziert haben und die Chance, eine Feder fürs Finale zu bekommen, erhöht sich dadurch natürlich auch ein bisschen. Das stimmt, ja. Also auf jeden Fall ein bisschen gleichwertiger die Chance für alle. Ja, und man muss natürlich sich entscheiden, ob man ein Risiko geht oder nicht, weil man könnte, es kommen auch unterwegs noch Anstiege, wo man die gut spielen könnte, aber man muss dann natürlich, geht dann auch eine 50-50 Chance, ob man nochmal eine bekommt. Cool. Also ich stelle fest, du hast tatsächlich Bock auf die ganze Geschichte. Ja, das scheint mir was zu machen. Auf jeden Fall. Und es ist, ich meine, es ist was, wo man natürlich auch mit einem gewissen Spaßfaktor noch reingeht. Es ist was anderes, was Neues. Und warum nicht mitmachen? Ich finde es eigentlich eine super Sache. Stimmt. Vielleicht noch letzte Frage. Denkst du, ihr habt dann so wie so ein Teamspeak irgendwie, dass euch quasi einer am Kopf im Ohr sagt: Jetzt, Lisa, jetzt den Power abzünden? Ich glaube, dass es so sein wird. Ich kann es mir nur gar nicht richtig vorstellen, wie es funktioniert. Werde ich hoffentlich heute noch erfahren. Und dann darauf bin ich auch gespannt, weil ich denke schon, dass man da noch den einen oder anderen unterstützen kann, auf jeden Fall über so eine Schiene. Aber man muss auch gucken, dass es dann im Endeffekt nicht zu viel wird. Du hast vor dir schon die Fernsehübertragung, dann hast du deinen Computer, wo du dich selber als Avatar dann in der Mitte natürlich siehst und deine Power-Ups spielst. Irgendwo ist dann noch natürlich die Kamera, damit die Leute und du natürlich auch das dann verfolgen könnt. Irgendwie muss man dann schauen, dass das nicht alles nochmal zu viel Input wird von außen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jungs das drauf haben und werde heute noch mehr erfahren, wie das funktioniert. Ja, wunderbar. Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass das cool wird. Also ich werde es mir auf jeden Fall versuchen anzuschauen. Ist ja auch wunderbar, unter der Woche hat man eigentlich Zeit. Ja, nachmittags. Genau. Ja, ich hoffe, dass viele andere Leute da auch Zeit haben. Mhm. Manche sind ja vielleicht auch beim Arbeiten um die Uhrzeit. Aber wenn es irgendwie machbar ist, dann hoffe ich, dass es echt viele verfolgen werden. Ja, wunderbar. Cool. Ja, dann haben wir eigentlich schon so die meisten Fragen geklärt. Ich finde es auf jeden Fall mega gut, dass du motiviert bist dazu und sagst, ey, das ist irgendwie was anderes mal und das müssen wir unbedingt machen. Ich dachte, vielleicht sind es auch so ein paar geteilte Meinungen dabei, aber du hättest wahrscheinlich auch Nein sagen können, oder? Wenn du keine Lust gehabt hättest. Ja, genau. Insofern widerspricht sich das ja schon mal nicht. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei deiner Trainingsausfahrt. Was steht auf dem Plan? Ich werde heute auf jeden Fall Rolle fahren, weil Wetter. Und heute mal noch ein paar Einheiten machen, so 15 Minuten, mal ein bisschen härter in die Pedale, dreimal 15 Minuten. Steht heute auch im Programm und was natürlich, also Grundlagen, Aufbau und da die Basis mal vergrößern. Es wird nicht zu hart, aber die Intervalle, das ist natürlich auch gut, wenn man auf der Rolle fährt, dann mal ein bisschen das zu unterbrechen und nicht nur vor sich hin zu pedalieren. Das stimmt, das war in den 90er Jahren so. Nee, das ist eigentlich gut. Ich finde das ein super Programm, was ich heute machen muss. Aber es wird anstrengend. Na, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Danke. Schön Fenster aufreißen, lüften. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
Kälte kommt genügend rein. Da braucht man nicht mal den Ventilator aufstellen, denke ich. Dann werde ich mich jetzt wieder hinlegen und du gehst auf die Rolle. Okay, klingt nach einem Plan. Oder? Dann. Tschüssi. Okay, ciao. Wer also Lisa Brennauer noch nicht kannte, der hat sie jetzt ein bisschen kennengelernt. Wenn ihr sie mal irgendwo sehen solltet bei einem Radrennen, geht ruhig hin. Super nette Sportlerin, ist immer für ein kurzes Hallo, ein kleines Autogramm zu haben. Wir drücken ihr die Daumen und natürlich allen anderen Mädels und Jungs, die für die Nationalmannschaft am Start sind, dass sie am Mittwoch vielleicht ein paar entscheidende Watt sparen können und dann vielleicht ins virtuelle Regenbogentrikot fahren. Ich melde mich dann in Kürze wieder und wer wissen möchte, wer letztes Mal die Socken gewonnen hat, der bleibt einfach dran, denn ich schreibe das Ganze jetzt kurz in den Abspann. Heute gibt es nichts zu gewinnen, aber vielleicht gibt es kurz vor Weihnachten nochmal einen etwas größeren Preis. Ich bin da vielleicht was am Plan dran. Also schaltet gerne das nächste Mal wieder mit ein, hier bei Paddy mit i.